Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo hier bei mir auf dem Kanal. Heute nochmal Stoff der 11. Klasse. Und zwar geht es heute, wie kann ich eigentlich die Gleichung von Tangenten herausfinden an einen Funktionsgraphen. So, und dazu machen wir uns wieder eine kleine Beispielaufgabe. Ich habe also die Funktion f von x ist gleich x² minus x und ich habe den Punkt 1 und 0. p1, 0 liegt auch auf der Parabel drauf, das kann man durch Einsetzen machen. Wenn ich für x1 einsetze, kriege ich 1 Quadrat minus 1, das ist 1 minus 1 und 0, also stimmt das. Und ich möchte jetzt praktisch die Gleichung der Tangente, die praktisch den Graphen in diesem Punkt P berührt. Ja? So, wie gehe ich davor? Wer also jetzt Lust hat, das selber zu machen, kann es machen und kann auch danach sich dann meine Lösung anschauen. Gut, als erstes weiß ich, eine Tangente ist eine Gerade. Deswegen schreibe ich die allgemeine Geradengleichung hin. In der üblichen Notation y ist gleich m mal x plus t. Wir wissen, m ist die Steigung, t ist der Schnittpunkt mit der y-Achse, sogenannter y-Achsenabschnitt. So, jetzt als nächstes bilde ich von der gegebenen Funktion die Ableitung. X² abgeleitet ist nach Potenzregel 2x, x abgeleitet 1. Also kriege ich für die Ableitung 2x minus 1 heraus. So, und wenn ich das habe, dann kann ich jetzt die Steigung der Tangente, die ja nichts anderes ist als die Ableitung an der Stelle x gleich 1, ausrechnen, indem ich sage, gut, m ist f' von 1. Gut, dann setze ich halt jetzt für x 1 in die Ableitung ein, dann kriege ich 2 mal 1 minus 1, und damit kriege ich raus, m ist gleich 1. So, jetzt haben wir schon mal die Steigung. Jetzt habe ich drei Sachen. Ich habe einmal die Steigung. Ich habe einmal die Punktkoordinaten des Punktes P, nämlich die x-Koordinate, die y-Koordinate. Also drei Informationen. Alle drei Informationen setze ich jetzt in die Tangentengleichung ein. Das heißt, für m setze ich 1 an. Dann bleibt mir noch übrig, y ist gleich x plus t. Jetzt setze ich für y die y-Koordinate von dem Punkt P ein, das ist 0, und für die x-Koordinate setze ich 1 ein, so dass ich die Bestimmungsgleichung für den Punkt P kriege. 0 ist gleich 1 plus t, löse ich nach t auf, kriege ich t gleich minus 1. So, jetzt habe ich m, ich habe t, ich kann im nächsten Schritt die Geradengleichung vollständig anschreiben, also die Gleichung der Tangente wäre in dem Fall y gleich x minus 1. So. Jetzt wiederholen wir nochmal die Schritte, die für diese Aufgabe notwendig sind. Der erste Schritt ist, ich starte mit der allgemeinen Geradengleichung. Danach leite ich die gegebene Funktion ab und setze m gleich f' von x. Damit kann ich dann praktisch, wenn ich für x die x-Koordinate des Berührpunkts einsetze, m bestimmen. Und dann, wenn ich das habe, dann kann ich praktisch von P die x- und y-Koordinate sowie den Wert für m in die allgemeine Geradengleichung einsetzen. Das haben wir hier praktisch, wenn ich nochmal kurz zurückgehen darf. Das haben wir hier in zwei Schritten gemacht. Hier habe ich m eingesetzt mit 1 und hier habe ich dann die y-Koordinate von P und die x-Koordinate von p eingesetzt. Damit kriege ich eine Bestimmungsgleichung für t, die ich dann nach t auflösen muss. Und damit habe ich beide Informationen, nämlich erstens die Steigung m der Tangente und zweitens den y-Achsenabschnitt t. Und damit kann ich im letzten Schritt die vollständige Tangentengleichung anschreiben. Das wäre praktisch so das Wichtigste. Und was wichtig ist, heben wir hervor, indem wir es einrahmen und den Hintergrund bunt färben. Gut, das wäre jetzt die Zusammenfassung. Jetzt mal schauen, ob es stimmt. Dazu machen wir jetzt die Kontrolle mit der Zeichnung. Wir zeichnen als erstes die Parabel ein. Ich weiß, die hat ihre Nullstellen bei x gleich 0 und x gleich 1. Dann ist bei 0,5 der Scheitel. Dann setze ich 0,5 ein, dann kriege ich 0,25, minus 0,5 ist minus 0,25, kann ich die Normalparabel zeichnen. Und jetzt kann ich die Gerade y gleich x minus 1 einzeichnen und ich sehe, das ist auch eine Tangente, die berührt den Graphen genau in P und damit ist alles okay, nämlich es funktioniert.
Gut, und die Methode funktioniert mit jeder Funktion. Und das kann man jetzt an Aufgaben trainieren. Dann hat man dieses Grundwissen nämlich im Kopf. Jo, das wäre es gewesen. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Würde mich immer freuen, wenn ihr wieder mal reinschaut bei mir, wenn es wieder auf eine mathematische oder eine physikalische Reise geht. Hier im Kommentar könnt ihr Wünsche, Anregungen und Fragen hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass wir uns hier wiedersehen. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Servus aus Garmisch-Partenkirchen.